Wir haben uns gut benommen und wir haben einen Schuhkarton gefunden. So, machen wir mal weiter. Lass das alles. Wegen dir haben wir Ärger. Also hör jetzt auf. Er übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt gar nicht kümmern. Ich warte hier, Schätzchen. Okay, dann wollen wir mal. Hallo, Julie. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Der Doktor scheint sehr nett zu sein. Irgendwie kommt das auch in jedem Horror drin vor. Das Spiel ist nicht mal ein Horrorspiel. Es ist halt einfach so ein interaktiver Film, ne? So ein bisschen. Ey, ich wollte mich gar nicht setzen! Jodie, dein Job ist. Ist doch nicht wahr! Forschung. Seltsame Ereignisse. Und sie irgendwie zu erklären. So wie. Wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Julie? Wir schweigen ihn an. DBD-Doktor, genau, sagt, ja, ja. Du hast einen unsichtbaren Freund. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Seit deiner Geburt? Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Woher soll sie das wissen? Es ist ein Kind. Kannst Hallo? Du ihn für mich malen? Ganzen Kratzer an den Armen, ne? Das ist, tut mir richtig leid. Stört's dich, wenn ich's ansehe? Sie ist sehr gesprächig auf jeden Fall. Also, dieses Ding ist ein Freund. Und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Ist er jetzt gerade hier? Ja. Er ist immer da. Kannst du ihn bitten, was zu machen? So, was machen wir denn? Was machen wir denn? Du sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Ich sag einem nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Nein. Waren die Monster. Ja, Monster gibt es halt wirklich im Westort. Und bei DVD. So, die Szene wäre dann auch schon die erste Besprechung. Alles klar. So.
Wir haben Aiden gezeichnet und wir haben seine Kräfte gezeigt. Wir hätten das natürlich alles noch nicht tun können, weil wir sind ja zunächst verpflichtet hier, ne? Dann wollen wir mal weitermachen. Es ist nicht für lange. Nur so lange, bis sie genau wissen, was los ist. Bitte lass mich nicht hier. Nur für ein paar Tage. Wirst sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Sei tapfer, Schatz. Sei stark. Du bist so stark. Horror ist doch für Armes, dann kommt es besser rüber. Ist echt so, ne? Und hi, Shanks, wie geht's? Jodie, ich weiß, es ist hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Aber hier haben wir eine gute Chance, rauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jodie. Ich kann überhaupt niemand beschützen. Deine Sachen sind in der Tasche da drüben, siehst du? Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay? Nathan klingt so richtig schon pedo. Alter Shino, sowas sagt man nicht. Aber ja, ein bisschen schon, ne? Die Kleine tut mir halt einfach so unglaublich leid. So, wir gehen jetzt extra gucken. So, da lang. Reicht, Nathan. Wir können das nicht mehr. Erst war da dieser unsichtbare Freund, mit dem sie ständig gesprochen hat. Und dann haben sich auf einmal Sachen von allein im Haus bewegt und jetzt greifen sie mitten in der Nacht diese Dinge an. Philipp, ich weiß, es ist schwierig, ja, aber... Du verstehst das nicht. Das war's. Es reicht. Hey, sag ihr einfach, wir mussten weg, okay? Mir ist es völlig egal, aber sie kommt nicht wieder mit uns nach Hause, okay? Wir wollen unser normales Leben zurück. Ihr seid doch die einzige Familie, die sie hat und sie braucht euch. Ihr könnt sie doch nicht einfach so im Stich lassen. Sie kommt drüber weg. Aber wir sind da raus. Verstanden? Sag du ihr das oder ich werde es tun. Gib mir ein bisschen mehr Zeit. Ich überlege mir was. Schieb es lieber nicht auf, Nathan. Vater des Jahres. Ohne Scheiß. Vater des Jahres. Mehr kann ich tatsächlich sagen. Es ist so ein kleiner... Das ist einfach so... Ach, was haben wir denn da? Wusste ich gar nicht, dass hier in der Ecke auch einer ist. Kaffee? Klar. Es sieht ja nach einer langen Nacht aus. Ja, ich würde sagen... Okay. Wo ziehe ich mich um? Im Badezimmer, würde ich einfach mal so behaupten. Es ist halt einfach schon so ein bisschen, ja. Es... Ich hoffe, hier sind nicht auch noch Kameras drin. Nee, glaube ich nicht, Kleines. Ey, ohne Scheiße, ey. Eltern des Jahres. Vor allem, wie leer das einfach hier alles so ist, ne? So, wir nehmen unser Plüschi mit. Komm, Bunny Knuffel. Schauen wir mal, wo wir heute Nacht schlafen. Bunny Knuffel, oh mein Gott, wie süß ist das einfach.
Oh, so putzig. So schnuffelig, die Kleine. Können wir jetzt irgendwie hier drauf? Nee. Willst du nicht ins Bett? Ich meine, ich würde auch nicht ins Bett wollen, ne? Hätte ich auch keinen Bock drauf, also. Jetzt aber ins Bett, Jody. Ja, ich will aber nicht. Ich werde jetzt das Licht ausmachen. Gute Nacht, Jody. Warte! Ein Schoko-Eiskaffee ist echt lecker. Oh, ich will auch. Kannst du das Licht im Flur anlassen? Ich krieg sonst Angst im Dunkeln. Klar. Wie ist das? Gut. Gute Nacht. Nacht. Hab keine Angst, Aiden. Wir werden jetzt einfach einschlafen. Und es wird uns gar nichts passieren. Einmal ein bisschen hin und her wälzen. Vor allem eine süße Pyjama einfach. Voll süß. Ich kann nicht schlafen, Aiden. Ich glaube, ich brauche eine Geschichte. Okay. Oh nein. Oh Scheiße. Oh oh. Wir schaffen das, wir schaffen das! Bam, Junge! Verpiss dich! Ah. Ey, niemand außer uns tut ihr weh! Außer mit Schuljewe. Ja, ist halt so. Ist okay. Niemand außer mir tut ihr weh, ja? Aiden hat jetzt keine Angst mehr vor den Monstern. Ja, läuft bei mir, ne? Clip 2. Die erste Nacht. Oh, scheiße. Dawkins und Eltern ausspioniert, aber das machen so wenige. Alter, Existenzen besiegt. Cole aufgeweckt. Ja, ich hätte ihn auch schlafen lassen können, also ist das nicht.
Oh, scheiße, ey. Oh, fuck. Darf ich bei den Twitch... Kannst du sehr gerne tun. Jody, also sag ich's dir einfach. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben... alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst, bei Professor Dawkins. Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich. Und wenn es dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Okay? So ist es das Beste. Auf Wiedersehen. Wie er ihr einfach dreckig ins Gesicht lügt, ne? Wie scheinheilig der Typ tot. Ja, ohne Scheiß, es ist wirklich total scheinheilig. Also es ist echt ekelhaft. Ich weiß. Ist eingereicht. Okay, danke schön. Alles gut. Ich glaube, die Mutter, also sie ist. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Eine Minute, Philipp. Ich glaube, sie ist wirklich die Einzige, die sich wirklich so um Jody bemüht. Also von den Eltern. Er ist halt so richtig so ekelhaft. Das reicht. Los, komm. Du bist so ein Arschloch, ne? Boah, ich schwör. Und die arme Kleine. Was du fühlst. Sicher? Aber das war die richtige Entscheidung. Hätte ich ihn endgültig umbringen können? Vorsicht, er kommt nächste Woche in die Folge, hoffe ich zumindest, sonst werden meine Clips immer abgelehnt. Der gehört in den Wind geschossen, solche Mistkerle. Ist echt so, ne? Ich hätte ihn einfach... Ich weiß nicht, kann man den umbringen? Kann man ihn umbringen? Jodys Vater gewürgt.